Auf meiner Liste steht ja auch der Film von Helmer Sanders Brahms, Deutschland, bleiche Mutter. Zu diesem Film habe ich, als ich ihn gesehen habe, er hat mich sehr berührt und gleichzeitig habe ich ein etwas schwieriges Verhältnis zu ihm gehabt, weil zur gleichen Zeit auf dem Berliner Filmfestspielen mein eigener Film Hungerjahre lief. Und diese beiden Filme wurden dann auch immer in einem Atemzug genannt. Und sie sind sich sehr ähnlich und sie sind sehr, sehr unterschiedlich. Und mit diesem Zwiespalt musste ich erst mal eine Weile fertig werden. Inzwischen weiß ich, dass ich diesen Film sehr mag. Und ich will nicht sagen, dass er für mich ein Vorbild geworden ist, aber er hat mich in seiner Art, Dokumentarisches mit großem Gefühlskino zu verbinden, beeindruckt. Gerade weil das etwas ist, was ich nicht gemacht habe. Helmer Sanders Brahms geht davon aus, dass sich die Gefühle ihrer Mutter und damit auch die der später das Schicksal der Mutter verfilmenden Tochter quasi im Film befreit haben. Und ich hatte bei meiner eigenen Mutter erlebt, dass alles zusammengeschrumpft ist, da hat sich nichts befreit. Es ist zu einer Gefühlslosigkeit und einer Sprachlosigkeit zusammengeschrumpft. Und deswegen habe ich diesen Film Deutschland, bleiche Mutter immer so ein bisschen aus der Ferne beguckt und gesagt, ach, so kann es auch sein. Das ist ja interessant. Meine Sicht ist nicht die einzige. Was diese beiden Filme aber gemeinsam haben, ist etwas, was damals für die Bewegung der filmenden Frauen sehr typisch war. Sie erzählen subjektive, autobiografische Geschichten. Wir mussten uns damals erstmal unserer transgenerationellen Erfahrung versichern. Es war ganz klar, unser Leben war so stark bestimmt, sowohl von der Erfahrung unserer Mütter, unserer Familien, aber ganz besonders unserer Mütter und von der deutschen Geschichte, dass wir uns damit erst einmal auseinandersetzen mussten. Und es entstand sofort das Bedürfnis, Geschichte zu zeigen als biografische Erfahrung, nicht als etwas, was fern war. Denn es hatte sich natürlich durch das Dritte Reich und den Zweiten Weltkrieg so stark in den Familien eingenistet, dass man Biografie überhaupt gar nicht ohne Geschichte denken konnte. Und das mussten Frauen damals erst einmal in Filmen beschreiben. Und dazu gehörte, dass ihr autobiografischer Zugang gleichzeitig der Zugang war zur biografischen Erfahrung ihrer Mütter. Ich kann mich an nichts mehr erinnern in der Zeit vor meinem Leben. An dem, was geschah, bevor ich geboren war, trifft mich keine Schuld. Da gab es mich nicht. Ich fing an, als mein Vater meine Mutter zum ersten Mal sah. Hallo, Fräuleinchen. Püppchen. Hey, Kleine. Oh, du kannst. Süße. Stell dich doch mal um, Schwester. Die ist doch viel zu spack. Hey, Enno! Enno! Er war nicht der Nazi. Das war der andere, sein Freund. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Es geht in diesem Film darum, das Leben einer Frau nachzuzeichnen, die heiratet, ihre erste Liebe erlebt und heiratet, zur Zeit des Dritten Reichs, die ein Kind bekommt, während die Bomben auf die Stadt prasseln, die mit diesem Kind versucht, den Krieg zu überleben, auf ihren Mann wartet und dann nach dem Krieg, wo nun alles sofort besser werden soll, das war ja die Hoffnung in diesen zerstörten Städten, erleben muss, nichts wird besser, es wird nur anders. Der Mann findet in dem Nachkriegsdeutschland keinen Boden, keinen wirklichen Boden unter den Füßen, zumindest keinen, von dem er glaubt, dass er ihm gemäß sei. Die Frau, also die Mutter von Helmer Sanders Brahms, leidet unter einer Situation, die ihr, wie sie glaubt, die Freiheit geraubt hat. Und das Eheleben dieser beiden entwickelt sich nicht so, dass man sagen könnte, der Krieg ist vorbei, hurra, sondern ganz im Gegenteil.
Und es gibt keinen dramaturgischen Höhepunkt in diesem Film. Er folgt keiner Formallogik. Das hat damals für viele der deutschen Autorenfilme gegolten, dass wir uns von den Rezepten, die für Filme, die erfolgreich sein wollten, vorgeschrieben war, abgewandt haben. Das tut dieser Film, indem er einfach dem Gang der deutschen Geschichte folgt. Am Ende steht dann ein Selbstmordversuch der Mutter im Badezimmer. Das ist eine sehr, sehr eindrückliche Szene. Und das kleine Mädchen, inzwischen ungefähr 7 Jahre alt, sitzt vor der Tür, klopft, hämmert, weint und jammert: Mama, komm da raus, komm da raus. Eine sehr, sehr lange Szene, fast unerträglich lang durchgehalten. Es ist ein großes Verdienst, dass diese Szene nicht unterschnitten wurde. Und letzten Endes öffnet die Mutter die Tür und sie kommt heraus. Das Kind hat sie gerettet. Das ist auch für diesen Film bezeichnend. Es hat sich durch die geschichtliche Situation in Deutschland sich eine ganz enge Bindung zwischen Müttern und den Kindern entwickelt. Die Väter waren im Krieg. Die Mütter mussten für sich selbst und für die Kinder sehen, dass sie am Leben blieben. Und das hat eine ganze Generation von Frauen, die dann auch in den 70er Jahren Filme gemacht, gezeichnet. Wir haben uns mit unseren Müttern beschäftigt, nicht in erster Linie mit unseren Vätern. Das war unsere Erfahrung. Hans! Bitte, Mutti, geh doch ins Bett. Deutschland, Bleiche Mutter ist ein Film, der versucht, zwei Dinge miteinander zu vereinbaren. Eine realistische Erfahrung und das große Gefühlskino. Dokumentarismus mit großem Gefühlskino, könnte man sagen. Das ist damals auf ziemlich viel Ablehnung gestoßen. Heute sieht man die Qualität dieses Films besser. Und ich würde sagen, es ist eine Art von emblematischem Realismus, der mit sehr wenigen Mitteln auskommt. Das war damals auch der Produktionssituation geschuldet. Wir hatten alle sehr wenig Geld. Und wir wissen aber, je weniger Geld man hat, desto stärker muss die Fantasie arbeiten. Man hat damals vom deutschen Film allgemein gesagt, er ist unterkapitalisiert und überfantasiert. Man sieht das ganz besonders in einer Szene des Films, wenn Lene, unsere Hauptfigur, und ihr Mann sich kennenlernen und miteinander tanzen. Man sieht nichts anderes als eine große Hakenkreuzfahne. Davor tanzt das junge Paar und weil man sich beim Tanzen bewegt, sieht man dann im Anschnitt nochmal zwei andere Paare, die sich bewegen, und das ist alles. Mehr sieht man nicht. Und in dieser Verdichtung wird plötzlich die ganze Zeit des Dritten Reichs so deutlich, deutlicher, als sie später in vielen Geschichtsfilmen, die in den letzten Jahrzehnten gemacht worden sind, wurde, wo Hunderte von Komparsen aufmarschierten, die alle in den gleichen Uniformen gekleidet waren. Die Konzentration, die aus einer teleskopischen Erinnerung kommt, konzentriert sich nämlich immer auf den kleinen einzelnen Moment, nicht auf die große Totale. Und insofern ist dieser Film mit seinem emblematischen Realismus realistischer als die große Szenerie, von der man glaubt, sie würde eine geschichtliche Situation ungefiltert wiedergeben. Deswegen sollte man sich diesen Film heute auch wirklich nochmal ansehen, um genau herauszufinden, wie arbeitet der Film mit Erinnerung.